Ich glaube. Wovon redest du? Lass mich rein. Das ist ein Trick. Verschwinde. Hau ab! Haben wir nicht schon genug gelitten? Mom. Mom, ich bin's, Marty, Mom, mach auf! Er hört sich so an wie Marty, aber das ist sicher nur ein Trick. Mom! Verschwende! Schäm dich! Ich glaube, wir haben irgendwas falsch gemacht. Sag mir etwas, das nur Marty wissen kann. Ah. Was ich getan habe, als ich 8 Jahre alt war, wie ich meine Narbe bekam, wie du Mom kennengelernt hast. Ich glaube, das ist wohl. Das erste Mal, als du Mom geküsst hast, das war bei Verzauberung unterm Seetanz. So ist es. Oh mein Gott! Auf was wartest du, George? Lass ihn rein! Oh, ich glaube, wir haben eine gute Narbe, einen guten Punkt getroffen. Marty! Hä? Oh mein Gott, Dad! Was ist mit dir passiert? Was glaubst du denn, was passiert ist, Milchgesicht? Biff! Wir hatten dir gesagt, du sollst dich von hier fernhalten, Zwerg! Biff, egal was los ist, wir finden eine vernünftige Lösung. Irgendwie... Ist das seine Brüder, oder was? Ah, du kennst doch wohl Cliff und Riff! Was meinst du, was wir mit ihm machen sollen, Kleiner? Was wir schon längst hätten machen sollen, Großer! Cliff und Riff, ist das geile Name. Cliff, Biff und Riff. Hä? Ja, das frage ich mich jetzt gerade auch. Aus einer Mama-Tennen und einem Papa-Tennen. Wie bei den Bienchen und den Bärchen, Blödmann. Ausweichen. Ich habe eine Frage. Moment mal, das geht doch gar nicht. Der ist so ein Einzelkind gewesen, glaube ich. Ich glaube, wir haben irgendwas falsch gemacht. Warum seid ihr so sauer auf mich? Du erinnerst dich nicht? Du bist wirklich durchgeknallt, McFly. Denk mal nach. Die Sache mit dem Düngerlaster? Mit welchem? Springen. Hey! Was wollt ihr von mir? Was macht ihr überhaupt hier? Es ist Zeit für diesen Monat. Zeit für Georgie zu bezahlen. Normalerweise streichen wir das Bargeld ein. Aber diesmal kassierst du Prügel. Wollen wir ja mal sehen. Und noch etwas. Ach, sind die doof. Ich konnte ja die ganze Zeit auf denselben Dings bleiben. Naja, egal. Wurde ich aus der Stadt verjagt? Vor 2 Jahren. Erinnerst du dich nicht? Wir haben uns eigentlich geeinigt, netter zu deinem Alten zu sein, wenn du verschwindest. Aber du bist zurück. Also können wir die Samthandschuhe ausziehen. Ja, gut, diesmal hauen wir mal ab. Sag mal. Was? Wie lange macht ihr meinen Vater schon so fertig? Seit der Biff damals bei dem Schulball auf dem Parkplatz einfach umgehauen hat. Klappe, das ist nicht witzig. Wenn sich jemand mit den Tenants anlegt, sorgen Sie dafür, dass er es niemals vergisst. Ah, okay. Das ist damals schief gegangen, weil er Brüder hatte. Und normalerweise hatte er keinen Brüder. Eins verstehe ich immer noch nicht. Was ist mit meiner Mom? Ich meine, wie ist sie mit meinem Dad zusammengekommen? Keine Ahnung. Sie steht wohl auf Verlierer. Sie hätte jeden von uns haben können. Aber sie wollte ja den alten Gimpy McFly. Da wäre mir, glaube ich, jede andere Option lieber gewesen, anstatt ihr. Na gut, nicht jede, aber... Boah, wie viel kommen denn die Fragen? Die Tennisschläger? Wo sind die Cops? Wo ist dein Vater? Lieber, bevor mein Dad die Polizei ruft. Die Polizei? Die arbeiten für uns! Die ist die 5 gefährlichste kriminelle Familie in Kalifornien. Wir haben überall Beziehungen. Unmöglich. Du glaubst mir nicht? Biff, nein! Hey! Na, sieh mal an! Von meiner Familie für ihre, zum Dank für ihre beständigen Dienste, J.J. Valenti. Das ist Don Valenti, Pate der Sacramento-Bande. Die drittgefährlichste kriminelle Familie in Kalifornien. Und wer ist die gefährlichste? Du. Oh. Ist ja geil.
Ich hätte die gern etwas mehr gefragt. Schade. Ein Kinderspiel. Staube? Naja. Dieses ja, die Waffe erst. Hätte mich nicht abhalten sollen, deinen Großvater kalt zu machen. Hä? Kid? Niemand in Hill Valley legt sich mit den Tenants an. Jetzt haben wir ein Problem. Oh! Party, einsteigen! Diese Zeitachse wurde verändert! Perfektes Timing. Ach du Kacke, jetzt müssen wir schon wieder abhauen. Nein! Haben, hat Kid Tennant vor seinem gerechten Urteil bewahrt. Und deswegen wüten die Tennants jetzt schon seit über 50 Jahren in Hill Valley. Meine Güte, sie haben die Spielhalle aufgeraubt. Wir müssen zu dem Tag zurückkehren, an dem Kid Tennant verhaftet werden sollte, herausfinden, was schiefgelaufen ist und es korrigieren. Sonst könntest du vor ihm in einer Stadt festsitzen, die den Tennants gehört. Das ist keine Option, Doc. Vergessen Sie es. Ich hoffe, der schöpft jetzt keinen Verdacht. Also interessant, aber das ist natürlich... Der Grund dafür ist dann natürlich, dass irgendwie, wie er gerade gesagt hat, er wurde nicht richtig verhaftet. Und ich könnte mir vorstellen, dass der Polizist daran schuld ist, den wir damals irgendwie so verwirrt dagelassen haben. Irgendwann heute Nacht wird Kid Tennant von seiner Braut, einer Sängerin namens Trixie Trotter, verraten. Die scharfe Kleine, die gestern aus der Bar gekommen ist. Genau. Wenn sie das tut, dann müsste Tennant von einem jungen Polizisten namens Danny Parker verhaftet werden. Parker. Hey, glauben Sie, er ist mit meiner Freundin Jennifer Parker verwandt? Könnte sein. Heftig. Irgendwie haben wir die Geschichte so verändert, dass keines dieser Ereignisse stattfindet und deine Familie für Generationen dem Tennant-Clan ausgeliefert ist. Du musst zurück in Tennants Bar, herausfinden, was schiefgelaufen ist und für Kid Tennants Verhaftung sorgen. Kein Problem, Doc. Ich setz nur meinen Hut auf, dann bin ich bereit. Ist der Bart wirklich notwendig? Er ist notwendig. Kid darf nicht wissen, dass du der Störenfried bist, der vor 2 Monaten verhinderte, dass er mich kalt macht. Sicher, dass sie nicht mitkommen können? Das wäre viel zu gefährlich. Du bist unauffällig und kannst dich leicht tarnen. Mein sehr markantes Gesicht dagegen war seit meiner waghalsigen Flucht vor der Polizei und den Gangstern in jeder Zeitung, von hier bis Reno. Unauffällig? Ich finde schon einen sicheren Unterschlupf. Dieser Absteiger liegt sicher im Budget. Dort findest du mich, wenn du Hilfe brauchst. Wo willst du denn den Wagen verstecken, frage ich mich gerade. Hä? Ja gut, einfach in der Luft auflösen, das ist natürlich geht auch. So, geh in die Bar. Jetzt sind wir auf jeden Fall Marty. Und haben jetzt einen schönen Anzug an, wie es aussieht. So, da vorne ist auch schon wieder Edna. Edna bricht aus. Steuerungskonsole, WTF. Emmett hat sich wohl nicht gelangweilt. Ich dachte es mir schon fast. Ich dachte es mir echt schon fast. So, was macht denn Anna? Edna. So, Seelenrettungsdienst. Entschuldigen Sie mich, Sir. Aus Ihrer Kleidung und Ihrer allgemeinen Zwielichtigkeit kann ich entnehmen, dass Sie wohl auf dem Weg zu Tennants Bar sind, richtig? Nein. Sie haben zumindest genug Schamgefühl, um es zu leugnen. Leider habe ich nicht die Macht, sie aufzuhalten. Aber ich bitte sie, noch einen Augenblick zu bleiben und sich mein Lied anzuhören. Mi. Bitte, lieber Trinker, lass doch deine Flasche stehen. Dein alles in Gottes Namen. Tut mir leid, Miss Brickland. Nur ein Prototyp, der für einen Moment nicht richtig funktioniert hat. Mr. Brown. Warum ist ein Hund in diesem Fahrzeug? Warum? Zum Wohle der Menschheit natürlich. Hallo, Harry. Harry? Oh, oh. Nein. Was soll diese Aufmachung? Oh, oh. Ich ermittle... Scheiße, jetzt haben die uns erwischt. Na toll. Aber bist du sein Gesicht wieder, wieder so wie erwartungsvoll guckt? Naja, das ist mein neuer Look. Ich glaube, das ist das Logischste. Das ist nur mein neuer Look. Ich will beweisen, dass man sich wie ein Gangster kleiden kann, ohne ein Gangster zu sein.
Spannend. Ich brauche unbedingt ein exklusives Interview. Doch jetzt muss ich ein paar Seelen retten. Und du musst einen Blick auf mein neuestes Experiment werfen. Du bist nicht sauer wegen des Raketenbohrers? Schwamm drüber. Ich bin zu größeren Dingen übergegangen. Komm bei Gelegenheit am Pavillon vorbei. Ich bereite alles vor. Du glaubst nicht, was Aini und ich alles geplant haben. Berühmte letzte Worte. Na gut, wo war jetzt diese Bar? Gut, auf jeden Fall, naja, wir sollten Emmett jetzt nicht länger stören. Ich glaube, ja, später werden wir vielleicht noch Gelegenheit dazu haben, den mal mit ihm mal zu sprechen. Auf jeden Fall müssen wir jetzt zur Bar gehen. Was ist das denn? Drink Meat Soda, please. Aha. A Chicken. Ach, Hoover. Ah, okay. Ja, ja, ja. So, jetzt. Ah. Wer schickt dich? Dichter Nebel. Was hast du? Deine Mra. Mittagessen. Wie ist das Codewort? Wortklauberei mag ich überhaupt nicht. Hä? Okay, ich glaube, wir haben irgendwas. Abfalltonnen? Na toll. So. Okay, ich glaube, das ist wieder so ein kleines Rätsel. Könnte sein. Ich weiß es nicht. Tür. Wer ist der König von Siam? Ich. Könntest du das wiederholen? Wer ist der König von Siam? Boss Hogg, Amadeus, mentale Eingebung. Okay, jetzt bin ich voll verpeilt. Mentale Eingebung. Zieh eine Würstchen. Okay, das war falsch. Wer hat gesagt, das wäre hier? Hieronymus Bosch? Was wirst du morgen tun? Ein Buch lesen, tunlichst verschwinden. Alle Gesetze überprüfen. Sekunde, ich überlege. Vielleicht das? Johnson rufen? Okay, das war's nicht. Hey, Moment mal, erstmal kurz. Wer ist der König von Siam? Wer ist der König von Siam? Hieronymus Bosch. Hieronymus Bosch? Hä? Anscheinend ist es nicht mal das Gleiche. Lass dich rein. Wer sagt, ich lass dich rein? Amadeus. Amadeus? Gibt es hier irgendwie ein System, frage ich mich gerade. Achte auf die Aussagen der Wache und antworte. Achte auf die Aussagen der Wache und die Antworten des Bosses. Wie passen sie zusammen? Hier ist der Schlüssel zum Muster. Denk drüber nach. Achso, hier ist der Schlüssel. Na gut, ich glaube, ich probier's noch einmal kurz selber. Wer starb und machte dich zum Boss? Wer starb und machte dich zum Boss? Mentale Eingebung? Das? Okay, ich bin ein hoffnungsloser Fall. Wer gibt dir das Recht, hierher zu kommen? Bruce Springsteen? Okay, das wird nichts. Spiel, sag uns die erste Silbe der richtigen. Oh, bin ich doof, ey. Die erste Silbe der richtigen Antwort klingt wie die letzte Silbe von Matches Herausforderung. Okay, die letzte Silbe der richtigen Antwort. Die erste Silbe der richtigen Antwort klingt wie die letzte Silbe von Matches Herausforderung. Gut. Wer ist der König von Siam? Siam? Hä, die letzte Silbe von seinem Dingens klingt wie die erste Silbe von der richtigen Antwort. Hieronymus? Siam. Reinecke? Siam. Joe? Siam. Bruce? Siam. Hieronymus Bosch? Okay, das war's nicht. Wer gibt dir das Recht, hierher zu kommen? Hieronymus Bosch? Hä? Wer ist der König von Siam? Arm. Warte, die letzte Silbe ist doch Arm.
Arm. Amadeus? Was wirst du morgen tun? Tunlichst verschwinden? Woher kommst du? Dubai am Persischen Golf. Willkommen bei Al-Kid.